Herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist das kleine Ausrüstungsvideo oder die Challenge, die Nominierung für die Wildbärte, von denen wir nominiert wurden. Für ein Ausrüstungsvideo, so ein kleines mit 5 Kategorien. Günstigste Gegenstände, älteste, neueste, teuerste und Lieblingsgegenstände. Und ich würde einfach mal anfangen mit den neuesten Gegenständen. Das wäre in dem Fall jetzt hier unsere Bundeswehrausrüstung. Hier haben wir auch noch eine Menge Kram, was in Richtung Bundeswehr geht. Von Sachen bis Schlafen und bisschen Tarnung. Und bei Luca. Also mein neuester Gegenstand ist der Titantopf. Mit dem haben wir jetzt auch ein Video gedreht. Super Teil, kann man schön was drin kochen. Das Wasser wird relativ schnell warm, dafür, dass es Titantopf ist. Also haben wir jetzt keinen Unterschied gemerkt. Ne? Ja, aber es hält auf jeden Fall länger die Temperatur. Länger warm, ja. Also wir hatten Linsensuppe jetzt gegessen und die hat wirklich 20 Minuten da drin, war die noch heiß. So heiß, dass ich mir von unten den Boden an die Zunge noch verbrannt habe. Also das ist echt bemerkenswert. Super stabil, kann man gut wegpacken, hat eine gute Verpackung hier dabei. Da kann auch noch der Kocher unter drinne kommen. Ja, super Teil. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum teuersten. Ältesten. Was willst du machen? Ältesten. Ja, dann nehmen wir als erstes mal den ältesten. Da haben wir hier auf jeden Fall den Gasgrill. Das war der erste Gasgrill, den ich mir eigentlich gleichzeitig, oder den wir uns gleichzeitig mit dem Zelt. Das Zelt ist ein einfaches Aldi-Zelt, hat 45 Euro gekostet und der Kocher hier ist halt einfach riesengroß, aber wir haben da drauf viel gegrillt und auch auf Fahrradtouren hatten wir den sogar mit und dann oben ganz im Rucksack drin, Würstchen und so, Eier haben wir alles da drauf so gemacht, wenn wir auch zu viert oder zu fünft fahren. Ein super Teil, aber ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel in Gebrauch, da wir zu Hause auch einen größeren Gasgrill haben und geht nur noch mit nach Spanien. Und ja. Wie schon Alexander gesagt hat, das ist jetzt hier mein ältester Gegenstand, das Zelt. Aber auch früher oft in Benutzung, gleichzeitig ungefähr mit dem Gaskocher. Kommt so fast in die gleiche Kategorie rein, deswegen ist es bei dem ältesten. Womit auch alles anfängt oder was jeder dabei hat, der eigentlich draußen ist, sind Messer. Egal ob es kleine Taschenmesser, ob es Schweizer Messer sind. Eigentlich jedes Mal, wenn ich rausgehe, in jeder Jackentasche bei mir befindet sich fast ein Messer in der Armtasche, weil es einfach wirklich Leben retten kann und man damit sehr viel anfangen kann. Von den ältesten Gegenständen kommen wir nun zu den teuersten Gegenständen. Und ich würde sagen, ich fange einfach an. Wir haben auch nicht nur einen Gegenstand, wie ihr merkt, sondern es ist schwierig. Wir machen jetzt auch nochmal ein Ausrüstungsvideo, aber wir haben allein schon fast 7 Schlafsäcke. Und daher ist es schwierig, so das Richtige rauszufinden, was man dann wirklich nimmt. Bei den Kamerasachen könnte ich jetzt hier mit reinnehmen. Da wäre ich 100 Euro mit dem Rode-Stativ, dann Mediamod. 100 Euro mit dem Mikrofon bin ich bei 60 Euro, da bin ich schon dabei, um die 200 Euro. Geht's weiter hier mit dem Solarpanel für 100 Euro, wäre ich bei 300 Euro. Dann komme ich zu der 1000 Euro Drohne, dann wäre ich bei 1300, 1400 plus noch weitere Unterwassergehäuse, kommt man dann plus GoPro natürlich auf fast 2000, 2500 Euro für das ganze Kamera-Equipment. Wenn wir jetzt aber nur das reine Ausrüstung so nimmt, was man so als Werkzeug, sage ich mal, als Werkzeuggegenstand oder Schlafgegenstand nimmt, wären das hier die LED-Lenser, die wir uns beide gekauft haben. Ich habe das Modell mit einem Akku und ich habe das mit dem großen Akku und noch ein bisschen paar mehr Lumen hier drin. Sieht man aber erst nur im Power-Modus, sonst nimmt sich da nicht wirklich viel was. Da habe ich mir eigentlich von dem größeren Modell mehr erhofft, aber ist auch gut. Genau. Was wichtig ist, wenn man die im Rucksack transportiert, auf jeden Fall den Modus einzustellen, dass die nur flackert. Und dafür muss man einfach 10 Sekunden hier drücken, bis die halt anfängt zu blinken, weil sonst brennt die oder könnte es auch mal anfangen
dass es im Rucksack anfängt zu schmoren und zu qualmen, weil die echt eine echt warm hier. Gute Wärmeleistung haben. Dann komme ich zum Grail. Den haben wir jetzt ungefähr seit einem halben Jahr in Benutzung. Ja, das ist halt ein Wasserfilter, der durchs Pressen funktioniert. Hier kommt dreckiges Wasser rein und durchs Runterpressen wird das Wasser dann sauber, dadurch durch den hohen Druck, dass es da durchgepresst wird. Und noch die Hosen, die Revolution Race Hosen haben wir uns auch beide geholt. Sind auch so, liegen auch so um die 100 Euro. Genauso wie die Biwaksäcke. Auch voll was der Gegenstand von uns jetzt. Oder auch neueste Gegenstand, könnte man schon fast sagen. Hatten wir jetzt auch einen Gebrauch schon. Ja, einmal. Ja, zwei Nächte waren die mit. Und wiegen halt 800 Gramm, damit extrem leicht. Und durch dieses Gore-Tex. Durch dieses Gore-Tex auch echt atmungsaktiv und extrem wasserdicht. Also ich war damit schon im Pool und die sind echt klasse. Und somit kommen wir zum Lieblingsgegenstand, würde ich sagen. Ja, mein Lieblingsgegenstand ist der Schlafsack. Der ist auch schon relativ lang dabei. Den habe ich auch im Herbst, im Frühling oder im Sommer dabei. Also Sommer ist schon fast zu warm. Also schon zu warm. Winter zu kalt, aber sonst so zwischen die Zwischenläufe, Jahreszeiten, so wie Herbst, Frühling oder sowas. Prima. Schön warm. Ja. Super Teil. Meine Lieblingswerkzeuge oder Ausrüstung ist eigentlich das Werkzeug, weil ich mag gutes Werkzeug, deswegen auch Fiskars. Und hier haben wir noch eine geschmiedete, das hier ist eine geschmiedete Axt. Und den Stiel, den habe ich mal selber gemacht. Ich weiß nicht, ob es dafür sogar ein Video gibt. Wir haben auch noch andere Äxte und Beile oder auch den Bundeswehr-Klappspaten. Zusätzlich habe ich diese Petroleumlampen, die brennen echt lange mit dem Petroleum, was da drin ist, riechen zwar in einem geschlossenen Raum etwas, da sollte man sie auch nicht zu lange anhaben. Manche kriegen dadurch auch Kopfschmerzen, aber die Lichtleistung, die die Lampen bringen, ist echt super. Macht auch eine schöne Atmosphäre, kann man gut mitnehmen. Sonderlich groß ist es auch nicht, kann man auch draußen befestigen am Rucksack. Ja. Und somit kommen wir auch schon zu der letzten Kategorie und das wäre günstigste Gegenstände. Das sind halt meistens solche kleinen Sachen wie Feuerstahl, wo wir überall welche rumfliegen haben. Oder hier Light My Fire Kienspan. Dieser Kienspan hier liegt glaube ich zwischen 2 Euro bei Amazon, also das ist wirklich gar nicht. Hält aber relativ lange, also wir kommen immer so ein halbes Jahr damit rum. Wenn wir den nicht dabei haben, nehmen wir einfach Birkenrinde. Dazu kommt hier mal ein kleines Erste-Hilfe-Kit mit einer Zahnbürste, kleine Schere und sowas ist da halt drin. Und Reizgas, diese Sachen, die wir jetzt hier zeigen, die sind alle so unter 5 Euro, also wirklich billig. Und das Reizgas haben wir halt für Wildschweine oder sowas halt mit, also auch für Tierabwehr eigentlich eher gedacht. Ja, mein günstigster Gegenstand oder so, hat Alexander schon ordentlich was erwähnt. Da wird auch noch auf jeden Fall was dazukommen. Ja, aber das mag ich auch relativ gerne hier. Das ist das Essbesteck, auch sehr günstig. Ja, günstiges, gutes Teil. Und das war es eigentlich schon mit dem Video. Die drei neuen, die wir jetzt nominieren, sind jetzt hier mal eingeblendet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, ihr könnt einfach diese Kategorien, nehmt einfach diese 5 Kategorien, wie viele Gegenstände ihr nehmt. Ich würde mal sagen, so zwischen einem und 3. Und mehr jetzt auch nicht. Weil sonst wird das Video wahrscheinlich zu lang. Und das war's. Liken und abonnieren, Glocke aktivieren und auf jeden Fall bei den Fahrradtour-Videos vorbeischauen. Und bei dem großen Ausrüstungsvideo, das werden wir jetzt gleich danach drehen. Und schönen Tag noch.